dieses Gespräch geführt, den Boden steht, bin zu Ihnen geeilt, ja, in die Schminkbude, um hierher zu kommen, ja, und werde dann im Anschluss hieran noch auf den CDU-Ball in Stadt Hannover gehen, um dort die Menschen zu sprechen. Dann darf ich jetzt, Herr Ministerpräsident, noch einmal Sie mit dem vollen Titel anreden, weil wir jetzt zum persönlichen Teil übergehen. Wir haben uns ausgedacht, dass jetzt im unmittelbaren Anschluss an unser Gespräch ein gemischter Chor aus dem Hause Albrecht, ja, ja, dem Vater, dem, ja, Ehemann und dem Jäger einen Yachtkanon bringt. Vielen Dank, Herr Roland. Es tönt wie Jagdgesang, trara, es tönt wie Jagdgesang, trara. Frau Albrecht, das war ja zauberhaft eben. Zufrieden? Ja, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich dafür, dass Sie überhaupt bei der ganzen Turbulenz noch Zeit hatten, hier bei uns zu erscheinen. Und herzlichen Glückwunsch auch noch einmal für die Wahl Ihres Gatten. Vielen Dank, Frau Fischer. Gern geschehen. Und was ich Sie noch fragen wollte, sind das alle Ihre Kinder oder ist da noch irgendwas? Nein, einer fehlt, der Älteste, ein Fahnenjunker. Er studiert schon im dritten Semester Volkswirtschaft in Freiburg, im Breisgau. Der wäre gern hier gewesen. Er singt nämlich so gerne. Ah ja, vielleicht können Sie eben noch mal die einzelnen Kinder vorstellen. Kommt ihr hier ein bisschen mit zu uns rüber? Hier kommt gerade Barthold, eben 9 Jahre alt geworden. Gerhard Donatus, das ist Lorenz, der Zweitälteste, Hans Holger und unsere einzige Tochter Ursula, genannt Röschen. Frau Dr. Albrecht, ich habe noch eine Frage an Sie. Es ist ja nicht so ganz einfach, diese ganze Situation für Sie. Überall in der Bundesrepublik würde man Sie First Lady nennen. Bei uns in Niedersachsen geht es etwas familiärer zu. Da gibt es einen Landesvater und passend zur Landesvater natürlich die Landesmutter. Ich meine, bei den Kindern wird es Ihnen nicht schwerfallen, sich die richtige Form auszusuchen. Als was würden Sie sich sehen? Ganz recht, in dieser Rolle gefalle ich mir sehr. Ich habe ja 23 Jahre lang geübt und ich glaube, den Respekt der Öffentlichkeit erreiche ich am besten über die Rolle der Mütterlichkeit. Ja, ich glaube, das ist ganz sicher so. Frau Dr. Albrecht, ein Hobby haben wir ja hier nun erlebt. Wie sieht es denn aus mit anderen? Ich habe da was von Theaterspielen und selber Stücke schreiben gehört. Ist das richtig? Ja, wir spielen sehr viel Theater im Hause. Charaden, Kasperletheater, kleine und große Spiele. Und es werden alle eingesetzt. Alle müssen mitmachen. Auch der Allerjüngste, der eigentlich noch gar nicht deutlich genug redet. Und deswegen ist natürlich unser Tag voll. Wenn es nicht die Alltagspflichten sind, so sind es die Festtagspflichten, die uns ganz in Anspruch nehmen. Ja, jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich, Barthold. Du, dein Vater hat ja nun einen ganz wichtigen Posten. Was wünschst du dir denn so von ihm? Möchtest du gerne, dass er die Schule gleich mal zuerst abschafft oder Fußballclubs baut? Oder was wünschst du dir? Ja, sein Fuß, Abenteuerspielplatz in Ilten bauen. Ein Abenteuerspielplatz in Ilten, das kann ja nur ein angenehmer Wunsch sein. Wir bedanken uns alle für dieses Gespräch, Frau Dr. Albrecht und genauso Ihren Kindern. Ich darf Ihnen ganz herzlich, etwas unbequem, diesen Blumenstrauß überreichen, aber ich hoffe, es macht Ihnen Spaß. Dankeschön, euch allen. Ihnen auch.